Moin und herzlich willkommen zu SearchCamp. Hier ist wieder Markus Hövener mit dem Online-Marketing-Podcast. Und ich habe heute eine extrem kurze Folge, weil da nur eine Bitte drin ist. Ich brauche nämlich euer Feedback. Und nach dem Pling-Pling erzähle ich euch, wie ihr mir das geben könnt. Ihr hört SearchCamp, den Online-Marketing-Podcast mit Markus Hövener. Immer das Neueste rund um SEO, SEA und Co. Und da bin ich. Ja, danke fürs Dranbleiben. Ja, ich stehe so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich überlege, wie es eigentlich mit SearchCamp weitergehen soll. Es ist erstmal unstrittig, dass es weitergehen soll. Ne? Also keine Sorge, wer da jetzt irgendwie Sorgen hat. Ich habe noch eben geguckt. Anfang 2016 habe ich angefangen. Es sind jetzt 112 Episoden zusammengekommen. Ja, der aufmerksame Hörer wird jetzt sagen, wie kann das sein, wenn wir gerade bei Episode 86 sind? Ja, stimmt. Es war so, dass nicht alle Episoden am Anfang eine Nummer hatten, weil es gab manchmal so Specials wie die SMX-Berichterstattung oder auch die SEO-Monatsrückblicke hatten am Anfang keine laufende Episodennummer. Ich habe das später relativ spät geändert, deswegen gibt es quasi, sind wir jetzt eigentlich erst bei Episode 86, aber ich habe 112 davon gemacht und manchmal ist das ziemlich erschreckend, wenn man so ein bisschen zurückguckt und mal schaut, was hat man eigentlich schon alles gemacht. Und ich habe offensichtlich die 100. Episode verpasst, muss ich irgendwann nochmal nachholen, das zu feiern. Ja, ist viel passiert. Am Anfang sicherlich ein bisschen hemdsärmlich in vielen Aspekten. Danke dafür, dass ihr dran geblieben seid. Später habe ich das Ganze sehr professionalisiert. Sowohl auf Tool-Seite als auch themenseitig, softwareseitig, audioseitig. Ich versuche da immer noch mal irgendwie einen Tacken draufzulegen. Mittlerweile ist aber das Setup so gut, wie ich zumindest finde, dass ich ja so richtig Potenzial, was so das tägliche Doing angeht, jetzt auch nicht mehr sehe. Ja, ich will trotzdem immer besser werden. Es ist dieses scheiß Online-Marketing-Denken. Du kriegst es nicht raus aus den Menschen. Und es gab mit Sicherheit in der Vergangenheit ein paar Themen, die auch mal schlecht gelaufen sind. Es gibt einfach Themen, die finde ich manchmal geil und alle anderen nicht. Passiert. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe natürlich viele Daten zur Verfügung. Ich habe einmal die reinen Abrufzahlen über das Hosting. Ich habe aber auch durch iTunes kriege ich zum Beispiel die Nutzungsdauer. Also wie viel Prozent der Hörer haben sich die Folge bis zum Schluss angehört? Und auch da kann man schon relativ gut sehen, was gut lief und was schlecht. Und trotzdem möchte ich gerne mal euren Input haben. Ich habe euch eine Umfrage zusammengestellt, den Link findet ihr in den Shownotes. Der ist unter blue.link/sc für SearchCamp 2019. Da könnt ihr, es gibt ein paar geschlossene Fragen, da könnt ihr einfach rumklicken. Wenn ihr mehr als 5 Minuten dafür braucht, habt ihr es irgendwie falsch gemacht. Also das Ganze ist schnell zu beantworten, tut mir bitte den Gefallen. Ich frage keine persönlichen Daten ab, es ist auch nichts zu gewinnen oder so. Ihr könnt einfach nur dafür sorgen, dass SearchCamp einfach besser wird. Das Ganze läuft als Umfrage bis Ende Juli, ihr habt also noch ein paar Tage Zeit. Müsst nicht bis zum letzten Tag warten. Und dann werde ich auch hier die Ergebnisse veröffentlichen. Ich habe eine Folge geplant, die heißt Summer Break, wo es auch um ein paar andere Sachen geht, wo sich bei Blue Fusion auch zum Teil minimal was ändern wird. Überhaupt so ein bisschen Halbjahresrückblick, ein bisschen persönliche Einblicke vielleicht. Das mache ich dann eben quasi, wenn die ganzen Sachen vorliegen. Und dann sage ich euch auch, wie ihr alle da draußen mir Feedback gegeben habt. Mir geht es halt wirklich um so Fragen wie, welche Themen, primär SEO ist mein Thema, aber wir haben zum Beispiel auch sehr gerne SEA-Themen drin, wo ich in den Daten auch sehe, dass die eigentlich relativ gut laufen. Wir überlegen auch im Bereich Social Media, im Bereich Facebook Ads noch ein bisschen was zu machen. Content Marketing, solche Themen haben wir natürlich in der Agentur alle vorliegen und da möchte ich einfach mal euren ganzen Input kriegen. Und ich frage mich gerade, ob ich jetzt schon genug gebettelt habe oder ob ich noch was drauflegen muss. Ich hoffe, es passt soweit. Ja, tut mir den Gefallen. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten blue.link/sc2019. Und ja, dann würden wir uns Ende Juli oder vielmehr Anfang August wiederhören. Dann mache ich eine schöne, so eine selbstbeschäftigende Folge. Und dann stelle ich euch das alles mal vor und sage euch mal, in welche Richtung das Ganze so gehen soll.
Und ich setze mich demnächst, interessanterweise nächste Woche, auch noch mit einigen anderen sehr geschätzten Branchenkollegen zusammen. Zum Beispiel dem Christian Kunz, der Jens Fauldraht. Und wir sprechen mal über deren Erfahrung, deren Meinung, wie entwickelt sich der Markt, wie entwickeln sich so Themen und worüber müssen wir eigentlich alle mehr machen, wo muss weniger passieren. Da werden wir uns nächste Woche auch mal drüber unterhalten. Und all das, wie gesagt, verdaue ich dann für euch und dann geht Search Camp einfach in die nächste Runde. So, das war's auch schon. Ich danke euch allen und bis bald.